Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Lucida und wir gleiten hier über Nugget Town, verfolgen hier unseren neuen Franz, den Schnellzug, der mittlerweile auch gefüllt fährt, interessanterweise. Aber war eigentlich klar, dass der noch zulegen wird. Er musste sich erst ein bisschen einfahren. Die Leute mussten kapieren, dass jetzt ein Schnellzug unterwegs ist. Hier zwischen Nord und Süd. Hier steht auch schon wieder. Stehen auch schon wieder neue Leute für diese Linie. Ich habe die umbenannt, die hieß High Speed Line. Nicht, dass ihr euch wundert, das ist jetzt die große North-South Line. Führt hier rot entlang bis nach New Heidelberg. Und ja, in dieser Folge wollen wir die noch verlängern. Geplant war, dass die an diesem Chaos hier irgendwie vorbeiführt und dann hier runter bis nach Baton Rouge. Ich habe sie mittlerweile noch mal ein bisschen angeschaut. So richtig, die wirklich tollen Ideen sind mir nicht gekommen. Was ist hier los? Stehst du hier? Was wartet der Kollege denn? Irgendwie steht er hier, als wäre ein Rad abgefallen oder sowas. Ohne Ampel, ohne Signal, ohne irgendwas steht er da. Guckt doof in der Gegend rum. Ist das. Ah. Also, mein lieber Freund, stehst hier glänzend und schick in der Gegend rum und machst nichts. Ja, das ist natürlich unerfreulich, sowas. Nur durch Zufall gesehen. Liebe Leute, bitte. Los jetzt. Ich komme denn da auf das falsche Gleis? Oh! Hier ist irgendwas passiert. Aus vollkommen unbekannten Gründen fährt er jetzt bloß nur noch auf einem Gleis entlang. Also, ich habe davor mal noch ein Signal platziert, um diese Situation jetzt so ein bisschen zu entlasten. Und Gott, wie viel sind das hier? Drei? Ja gut, drei Linien. Und was ist passiert? Die Strecke wurde irgendwie auf ein Gleis verlegt. Ist natürlich unschön. Das muss nicht sein. Gefällt ihm auch nicht. Ja, da muss er jetzt erstmal wieder schauen, was da los ist. Ich würde mal vermuten, dass das Problem irgendwo hier hinten liegt. Fehlt da. Oh. Ah! Ja, ich habe vorher die Strecke auch zweigleisig ausgebaut. Die ging nur bis, weiß ich nicht, bis hier. Zweigleisig und der Rest noch nicht. Und ich hatte es jetzt gemacht und da fehlt natürlich eine Endweiche. Das ist natürlich doof. Wo parkt denn der ein hier? Hier? Na gut. Parkst du hier ein? Na? Ach Gott, da ist diese beknackte Brücke im Weg. Na gut. Ach, sowas Ärgerliches. Echt. So. Ja, solche Sachen passieren. Jetzt nicht mehr. Ach Gottchen. So, fährt jetzt jeder. Dann machen wir diese Leiche. Ja, diese Leiche hier machen wir weg. Diese Weichleiche. Weichenleiche. Brauchen wir nicht mehr. So. Gibt sogar Geld zurück. Wahnsinn. So, jetzt gibt ihr mal Gas. Ach man, okay. Ja, also wir wollen hier. Ja, hier war ich dran, das zu meinen Plan auszubreiten. Mir schwebt vor, weil wir hier nicht so einfach vorbeikommen. Also, da ist nicht viel zu machen. Wir würden höchstens irgendwie hier umfahren können oder so. Das, nee, das ist. Also, das ist einfach blöd. Ich denke da überhaupt nicht dran. Wir kommen hier nicht vorbei. Deswegen würde ich sagen, lass wir hier abzweigen von dieser Brücke. Könnte schwierig sein bei diesen Weichen hier. Da bremst schon wieder einer. Jetzt bremst du hier rum. Ja, passt. Ist erwünscht, diese Bremsung.
Ja, mal schauen, wie wir hier vorbeikommen können, ohne allzu viel Geschwindigkeit zu verlieren. Dann, ja, geht's hier runter. Wir hängen uns hier nicht parallel an diese Gleise ran, weil die, glaube ich, nicht 300 km/h schaffen. Wir fahren hier ein Stück außerhalb so vorbei. Auch wenn ich es persönlich auch nicht so schön finde, wenn hier ein Gleis ist und hier ist nochmal ein Gleis irgendwie. Aber ja. Und hier hängen wir uns dann langsam dann direkt daneben. Und der Rest, naja, hier runter. Mal schauen, ob der Bahnhof vorbereitet ist. Ist er theoretisch praktisch nicht ganz. Den bauen wir fix um. Hier ist das Hochgeschwindigkeitsgleis. Es muss natürlich auf diese Seite schnell gemacht. Mal kurz Pause. Ah, so langsam kann ich mir auch den niederländischen Bahnhof mal anschauen. 1950 ist vielleicht auch nicht ganz die Zeit, aber ich glaube allzu lang. Oh, sogar mit Ticket Machines. Wie geil. Okay. Ah, das ist ja toll. Also. Aha. Es sieht ja richtig geil aus. Da wird ja der ganze Bahnhof anders. Ja, okay. Da lassen wir uns noch 20 Jahre Zeit und dann können wir das mal ausbauen. Wow. Richtig viel Zeug hier. Na gut. Also, das wäre jetzt eigentlich Hochgeschwindigkeit gewesen. Aber das kann man auch nachholen. Ich würde sagen, bauen wir hier mal ein richtiges Gebäude hin. Oh, bitte. Ach, Mensch. Ja, ob da was zu machen ist hier. Ja, na also. Na also. Brauchen wir so ein kleines Ding nicht daneben. Gott verdammt. Jetzt fehlt irgendwie der Straßenzugang. Na gut, den kriegen wir noch hin. Das schaffen wir schon. Dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich mal das ausbauen. Jetzt passt auch. Okay, so einfach kann es sein. Na gut, alles funktioniert. Bauen wir das auch gleich als Hochgeschwindigkeit aus. Genau. Jetzt müsste es hier passen. Ja, also das würde ich sagen, machen wir heute. Dann habe ich hier schon mal auch diese Strecke zweigleisig ausgebaut. Da soll eigentlich bloß noch ein Zug drauf kommen, ein Passagierzug, der zwischen Nugget Town und ja, hier verkehrt. Ausgebaut ist es, Bahnhof ist auch schon angeschlossen, müsste alles funktionieren. Fehlt nur der Zug. Und für die nähere Zukunft schwebt mir hier noch eine weitere Eisenbahnstrecke vor, und zwar fährt die hier lang, entlang der Straße. Eigentlich hat es der Verkehr schon vorgegeben. Schauen wir mal kurz. Entlang dieser blauen Straße hier. Hält hier an. Hält hier an. Und dann, ja. Wird's lustig. Hier vorbei. Durch irgendwie mit Tunneln. Und dann können wir hier auf diese schöne Schleife rauf. Hier abzweigen. Bauen eine fette Brücke rüber. Und schließen dann hier an. Also das kann ich mir vorstellen, dass es ganz gut funktioniert. So als Alternative zu dem Schnellzug, der hier direkt die ganze Strecke fährt. Und dann hätten wir eben hier noch so eine Querverbindung hier rüber. Was hier noch fehlt, sind auch diese kleinen Käfer noch. Da, ja, weiß ich noch nicht genau, ob ich hier diesen Schnellzug, den Pioneer Zephyr da fahren lasse, weil das ja nicht wirklich eine Schnellzugstrecke ist. Würde aber an sich passen. Der Schnellzug hier, dieser Pioneer Zephyr, verbindet gerade nur zwei Städte, das ist ein bisschen langweilig vielleicht. Ja, mal schauen. Ja, mal nicht ablenken lassen. Gucken wir jetzt hier direkt, wie wir das hier runterbekommen. Könnte sich schwierig gestalten, aber ja, wir sind natürlich optimistisch schon. Och Gott, mit 70 km/h sollte der runterfahren. Ja, 90 wird er auch noch schaffen. Aber da wird es hier schon wieder schwierig, weil wir hier mit dieser Weiche aufpassen müssen. Also, hier ist er. Oh ja, hier geht schon weiter mit der Weiche. Also, ich fürchte, da ist nichts zu machen, außer mit 70 km/h runterzufahren. Beziehungsweise drauf zu fahren.
Ja, also schwierig, eine schwierige Kreuzung hier. Ist das hier etwa eine Doppelkreuzweiche? Ich glaube schon. Ja, fand ich interessant, dass ihr da alle drauf eingegangen seid, auf diese Kreuzungsweiche. Das ist was, was mir noch nie bewusst begegnet ist. Außer nachdem Bluebird mir den Begriff ins Gesicht geschleudert hat. Ich habe dann mal nachgegoogelt. Aber ja. Ja, das ist. Ja, es scheint so, als würde hier sowas entstehen. Hier ist ja blau, eine blau abgegrenzt. Hier ist blau abgegrenzt. Das heißt, hier entsteht sowas, glaube ich. Ja, wie dem auch sei. Wunderbar. Wie ich das jetzt hier bewusst einsetzen könnte, weiß ich auch nicht. Ja, hier haben wir eine Doppelkreuzungsweiche erstellt. Sieht auch ganz gut aus, finde ich. Passt, dass hier gerade so eine Lücke ist bei diesen beiden Brücken hier. Ja, also dann geht es jetzt wieder an den Gleisbau. Wieder mal. Man kommt nicht drum rum. So, jetzt müssen wir einmal noch diese Straße hier kreuzen. Dann geht es hier steil bergauf. Uah. 40 Meter, ja gut, das müsste ja wohl machbar sein. Hilfe, wo sind wir denn hier? Hier. Hier geht's weiter. Da werde ich jetzt auch nicht so extrem viel Mühe mir geben mit kleinen Kurven und hoch und runter, sondern werde dann schon das Spiel viel machen lassen. Ja, hier werden wir zweimal über eine Straße rüber müssen. Im Moment, glaube ich, sowieso nicht genutzt wird. Musst du jetzt hier so tief runter? Das muss doch jetzt nicht wirklich sein, oder? Ja, jetzt geht's gleich wieder bergauf. Aber er kommt klar. Schauen wir mal, wie lange noch. Uiuiui. Ach, sieht, glaube ich, schlimmer aus, als es ist. So, und jetzt können wir uns langsam wieder den anderen Gleisen annähern. Langsam. Ja, ach, ich denke, das wird ganz gut. Hier baut er schon wieder einen Wall hin. Ein Damm. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber ich denke, wir kommen ohne Brücken klar, das wird funktionieren. Super. Na, was machst du da? Ja, ich glaube, da kommen wir ganz gut vorbei. Das ist doch schön. Ja. 300 gibt es hier nicht mehr. Aber ich denke, wir können trotzdem damit leben. Ein TGV wird hier nicht fahren, also. So. Jo, gut, wunderbar. Fast geschafft. Ja, super. Ausgezeichnet. Oh, ich sehe gerade, diese Straße führt sowieso ins traurige Nichts. Vielleicht war da mal eine Geisterstadt oder sowas. Kann ja sein, die gibt es ja in Amerika öfters. Und ja, auch diese Brücke ist irgendwie nicht so sinnvoll. Wir verbinden hier eine Ziegelfabrik mit einem Wald. Ja, vielleicht wollen die Ziegelhauer auch mal im Wald spazieren gehen, man weiß es nicht. Sinnvoll ist es nicht. Und ich habe da sogar noch eine schöne Brücke drüber gebaut. Unfassbar. Ja, gut.
Es ist, wie es ist. Okay. Verbindung ist geschaffen. Oh, das ist episch. Also das... Das ist wirklich... Ach, jetzt stehen die da schon wieder. Ja, das ist wirklich... Episch, ja. Mal schauen, wie die sich hier... Wie die miteinander klarkommen hier. Ob sie in Streit geraten über ihre Fahrtrechte oder so. Man wird sehen. Ja. Gut, also dann fix noch ein paar Signale dahin. Und dann brauchen wir wirklich, glaube ich, direkt 2, 3 neue Züge. 1, 2. 1, 2. Bis jetzt fährt nur einer. Ein Franz. Und der fährt jetzt eine weitere Strecke. Also müssen wir dem gleich noch einen Kollegen verpassen. 2 vielleicht, wirklich 2. Oh. Was haben wir hier gebaut? Ist hier eine falsche Straße entstanden. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Gut, besser sieht das aus. Das sieht nicht so gut aus. Ich würde sagen, da kümmern wir uns auch gerade noch eben. Diese Einmündung ein bisschen sanfter. So. Gut. Hier könnte man eigentlich aber auch... Buch, der bleibt stehen. Gähnt. Ja, kein Wunder. Pass auf, dass du nicht gegen den Baum fährst. Ja, hier würde sich anbieten, eine Brücke drüber zu machen. Das machen wir auch gleich. Dass ich auch eher drüber nachdenken können. Och, nee. So, mal schauen, ob das klappt. Du Schrottding, was ist denn das? Och. Steigung zu groß. Stehe. So ein Aufwand wegen einer einfachen, blöden Straßenbrücke. So, besser. Okay, jetzt sind hoffentlich alle zufrieden und glücklich. Also ich bin's. Wunderbar. Oh Mann, haben wir hier viele Gleise. Ist unglaublich. Ja, ist eine schöne Zugkarte hier. Okay, wo steckt denn unser Franzl? Da steckt er hier. Ja, der Franz. Voll beladen. Mitten auf der Strecke. Also, dann werden wir erstmal seine Strecke verlängern. Franzl, wo bist? Gut, also Heidelberg, Nugget Town, dann machen wir über Heidelberg wieder. Ja, ja. Und Endstation Baton Rouge. So, schauen wir mal, ob der das hier alles schnallt. Prinzipiell schon. Ja. Ja, okay, na gut. Manchmal zielen sie sich so ein bisschen. Oh, hier haben wir noch so eine rote Strecke. Könnte zu Missverständnissen führen. So, na gut, also... Oh Gott, ist hier viel los. Ja, ein Verkehrsknotenpunkt. Okay, also jetzt braucht er natürlich noch Zuwachs. Der ihm hilft hier, das alles zu bewältigen. Haben wir dann Depot vielleicht irgendwo? Nee, natürlich nicht. Jetzt will ich aber auch nicht gleich eins hier hinterher schicken, im Zug. Ich würde sagen, wir brauchen hier unten noch eins hin. Dann müsste das für den Takt auch einigermaßen funktionieren. Okay. Doppelkreuzungsweiche.
müsste ja mit einer Doppelkreuzungsweiche sparen wir uns hier diese zweite Weiche. Und ich kann es. Ich versuch's mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ja genau der Zweck einer Doppelkreuzungsweiche, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt, ja genau, jetzt kommen hier zwei hin. Oh mein Gott, das ist toll. Das ist ja super. Ja, theoretisch müsste er dann über dieses Gleis hier. Über dieses Gleis müsste der dann dieses Gleis erreichen können und auch dieses Gleis. Dank Doppelkreuzungsweiche. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob man das auch so einstellen muss. Sag mal ja. Ja, ist immer positiv, immer gut. Aber theoretisch müsste er jetzt beide Gleise erreichen können. Das ist ja toll. Okay. Gut zu wissen. Steckt er? Da oben steckt er. Ja, lass mal gleich mal losfahren. Busverbindung gibt es ja auch schon. Na gut. Franz 2. Den lasse er dann aber umdrehen. Wobei, hier wird wahrscheinlich eh so schnell keiner auftauchen. Doch? Ja, der Hammer. Ja, dann soll er die mitnehmen. Die können sich ihre Plätze dann schön aussuchen. Mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Ob er jetzt hier fein abbiegt oder... Oder ob er geradeaus weiterfährt und auf dieses Gleis rauf. Spannend! Was tust du, mein Freund? Oh, es funktioniert! Es funktioniert! Ist ja lange, haben wir auf die alten Tage noch was Neues gelernt. Ja, super. Doppelkreuzungsweiche. Ja, ich bin ein großer Fan. Tolle Sache. So. Aber du drehst jetzt erstmal um. Was ist hier los? Seid ihr überfordert hier? Busse? Gott, das sind noch diese alten Busse. Eieiei, da ist ja viel entstanden hier. Oh Gott, was passiert hier? Okay, das müssen wir uns erstmal angucken. Sowas wollen wir hier nicht sehen. Och. Was ist denn hier passiert? Also, eins, zwei, drei, hier. Okay. Hier besteht offensichtlich Handlungsbedarf. Ja, wir bauen hier mal ein bisschen um. Das ist blöd alles. Bauen wir das ganze Ding mal ab hier. Mache ich das mal eben neu. Also wer einen neuen Hochgeschwindigkeitszug bekommt, der wird ja auch bessere Haltestellen bekommen können. Machen wir das mal so. Ich glaube, das kommt ganz gut. Oh Gott. Ja, oh Gott, das ist ja fast ein Hakenkreuz hier. Ja, das war nicht gewollt. Machen wir das gleich wieder weg. Wo ist hier? Abzweigung. Aha, Abzweigung. Okay, also die kann bleiben, aber der Rest kommt weg. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch im Kopf, was ich machen wollte. Ja, also allzu schwer ist es ja nicht. Ja. Schauen wir mal, ob das den Bussen und den Menschen besser gefällt. Gucken wir auch mal, ob die gleich da rumrennen. Also ich denke, eigentlich ist alles ganz gut angebunden. Ja. Könnte schlimmer sein. Wo sind jetzt diese Leute alle, die hier gestanden haben? Da. Da laufen sie lang. Verteilen sich irgendwo hin. Habe ich hier vielleicht eine Haltestelle zu wenig gemacht? Ja, also die war schon sehr zentral und beliebt offensichtlich, aber... Lauf dir mal schneller. Tap, tap, tap. Ja, Entschuldigung. Ja. Mist, eigentlich wäre hier eine nicht schlecht gewesen. Oder eben hier. Ja gut, die ist ja auch zentral gelegen. Gut, wie viele Busse haben wir denn hier überhaupt? Drei. Ja, wir tauschen die aus. Irgendwelche Schrotthaufen hier. Ja, komm. Und vielleicht noch zwei dazu. Gut. Ey. Wo steckt ihr denn jetzt? Züge. Ah, das ist der Tool Train. Das muss erst noch anlaufen. Wo haben wir unseren
Franz. Na ja, gut. Okay, das müsste jetzt eine relativ. Oh, 15 Minuten, ne? Ich würde sagen, da müssen wir noch einen drauf machen. Wobei, das können wir auch noch später machen. Die sollen sich erstmal so ein bisschen einfahren hier. 15 Minuten, das ist natürlich ordentlich. Ja, wäre wohl nicht schlecht, wenn da noch einer dazukommen würde. Einfach nur einen dritten, um ihn zu haben. Haben wir irgendwo ein Depot noch? Nee. Nicht. Hier oben auch nicht. Gut, und der hier ist jetzt hier schon unterwegs. Sollen wir da schnell noch einen dritten hier auf die Gleise stellen? Nee, wir machen das erstmal. Wir machen das erstmal, sobald auch wirklich der Bedarf dafür besteht. Na gut, er besteht eigentlich. ja, okay. Wir lassen ihn weiterfahren und sobald der Kollege hier mal irgendwo ein Stück weiter fortgeschritten ist, vielleicht irgendwo hier, würde ich sagen, lassen wir da unten nochmal einen raus hier. Und dann haben wir einen Takt ungefähr aufgeteilt. Ja, wunderbar. Und wenn wir gerade schon dabei sind, also ich habe hier noch was aufgeschrieben. Robert E. Lee braucht mehr Waggons. Wo steckt er? Ist einer von denen hier. Da ist er. Der Ziegelzug. Ja, der kriegt das hier nicht abgetragen hier, weil er auch zu wenig Waggons hat. Das liegt daran, dass der hier 132 Steine da reinpackt. Und aber einen deutlich kürzeren Weg hat als der hier. Und deswegen braucht er ein paar Waggons mehr. Und ich habe überlegt, da hatte Hans Bastler gesagt, der Big Boy wäre ein Güterzug. Wo ist der Big Boy? Ist das der hier? Nee, der heißt doch... Ah, hier ist das der Big Boy mit 6200 PS. Das wäre ein guter Güterzug. Ah ja, da steht es ja. Wurde in erster Linie zum Schleppen von Güterzügen verwendet. Ja, da kommt man den mal ranhängen. Fährt... 130 km/h ist vielleicht... Also es macht mich traurig, aber der ist nicht geeignet hier für diese Strecke. Der schafft hier keine 130. So viele Kurven und auch so eine kurze Strecke. Also, der Big Boy muss auf sich warten lassen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, den zu kaufen. Vielleicht nehmen wir den hier stattdessen. Wahrscheinlich auch übertrieben, aber... Ja, dann nehmen wir den und hängen da einfach noch ein paar Waggons mehr ran. Und dann müsste das eigentlich... wir könnten auch gleich neue... Oh, das sollten wir sowieso allgemein mal machen. Wir haben neue Güterwaggons bekommen, die schneller fahren können. Alles weg damit, alles weg damit. Errungen, Wägen. Die schnelleren. Ja, gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Gute Leistung, 180. Oh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 180 ist ein bisschen übertrieben. 162. Dann hat er jede Tour 30 mehr als der hier bringt. Vielleicht schafft er es dann. Ja, eigentlich. Oder? Sollen wir es versuchen mit sogar 180? Ich glaube, dann saugen wir den hier leer. Aber gut, wenn der dann am Ende leer fährt, dann können wir immer noch den Waggon wieder abhängen. Machen wir das mal so. Es war ja eigentlich auch noch geplant, dass wir hier Ziegel hier rüber transportieren, damit die aus davon haben. Ja, da wird es mehr lohnen mit 180. Und natürlich können wir hier zur Not auch immer noch auch den hier noch verändern, dass der auch mehr tragen kann. Ja, wir planen optimistisch. Machen wir das mal so. Gut. Wir sollen mal umdrehen. Ja, komm, dreh's mal um. Nimmst den Rest auch noch mit. Oh, ui. Super Constellation. Na gut. Wo steckst du? Ja, der ist fast so weit, dass wir hier gleich den neuen holen können. Eigentlich ist er schon so weit. Wollen wir einfach klonen. Da müsste dann ja hier unten rauskommen. Ja, steckst du hier oder? Oh, nicht, dass der jetzt wo auch immer am Arsch der Welt rauskommt. Nein! Jetzt kommt der in Heidelberg raus. Ich krieg zu viel. Ich hab doch gerade den Franz da unten gekauft. Alles. Ja. Wenn ich den jetzt verkaufe, dann müsste ich eigentlich mein Geld wieder zurückbekommen. Ja, genau. Gut, also das war so nicht gewollt. Ich habe hier extra gewartet, dass der hier unten rauskommt. Dann kaufe ich den eben hier nochmal neu. 5. Gut, ja, das passt. Okay.
Ja, komm. Beweg dich. So, den lassen wir auch gleich nochmal umdrehen. Franz der Dritte. Ausgezeichnet. Ist eigentlich eine gute Idee, die Züge nach Herrschern zu benennen. Der Dritte, der Vierte und so weiter. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Wilhelm. Und der Zweite, Wilhelm der Zweite wird Probleme machen. Das Ja. Ja, was ist los? Kommst du da nicht rauf? Doppelkreuzweiche. Hopp. So, jetzt hat er es gefunden. Lohnt sich zwar noch nicht so richtig, aber ja, ich bin wie immer optimistisch hier. Gut. Der Kollege hier ist jetzt unterwegs mit seiner Kapazität, mit seiner hohen Kapazität hier. Muss mal gucken, ich meine, ich habe hier noch irgendwo. Ja, ich habe hier sogar ein Cargo-Glas noch gemacht. Sollen wir das noch schnell machen, dass da hier noch ein Cargo zu rüberfährt? Angebunden ist es noch nicht. Ne, ich schreibe es mir auf fürs nächste Mal. Dann gibt es nächstes Mal Ziegel hier in San Bernardino. Wunderbar. Beim nächsten Mal kommt auch hier noch dieser Passagierzug da aufs Gleis. Ja, dann lassen wir das jetzt mal schon so stehen. Schluss für heute. Dann ist fürs nächste Mal auch noch was zu tun. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier mache. Lasst mir doch einen Daumen hoch hier. Ich freue mich darüber. Wünsche euch beste Gesundheit und einen schönen Abend. Macht's gut, eure Lucida.